Moin Leute, herzlich willkommen, Runde 2 US Open. Ja, unser Gegner nennt sich Hein und ja, da wollen wir jetzt natürlich gewinnen, Best of 3 in den Legs, also 2 Legs für einen Satz und Best of 5 in den Sätzen, das heißt 3 Sätze muss man schaffen. Und ja, auf geht's in Connecticut. Wir spielen wieder mit der Maus. Das ist unsere coole Sau, die wir steuern. Und so wie es aussieht, fangen wir an. Das ist schon mal gut. Kann nie schaden, hier immer die Runden anzufangen. So, Geld haben wir noch nicht zusammengespielt. Aber wir sind auf einem guten Weg. So, das hier ist unser Gegner. Handsam. Steve Hein, 16.000. Ja, Rang 40. Unser Gegner vorher war 57 da, also es wird natürlich nicht einfacher. So, los geht's. Guter Start. Ja. Na, von wegen, es war nur die 20. Aber 140, das zweitbeste Ergebnis, was wir erreichen können. Ah, es gibt noch welche dazwischen, aber wenn wir jetzt auf die 20er oder auf die Triple 20 gehen. So, und er hat zweimal die 20 nur. Ja, und die 60 doch noch am Ende. Und er hat unser Hemd geklaut, der Penner. Aber mit der coolen Sonnenbrille wirkt das Hemd natürlich noch viel geiler. So. 20. 20. Jetzt müssen wir was zeigen. Jawohl. Der war wichtig. So, und er kann jetzt nur noch ausgleichen. Ja, und das ist zu wenig. Ja, der muss schon angreifen jetzt. 60 kannst du eigentlich nicht mehr zeigen. Ne? Nur noch ganz selten, dass das mal okay ist. Aber jetzt haben wir halt, wenn wir anfangen, dann haben wir jetzt halt die Chance hier, richtig schön davon zu ziehen. Und wir nutzen es nicht. Ja, immerhin der Letzte in die 60. Sehr gut. 161. Damit haben wir ein Finish. Aber es ist nicht das Leichteste. Aber wir werden auf jeden Fall danach noch Darts haben. Auch wenn er hier gerade richtig gut geworfen hat. Aber 6 Darts, um zu gewinnen, haben wir jetzt auf jeden Fall. Ah. Ah. Und dann irgendwie was, um von der 1 wegzukommen. 56. So nicht. Immer noch ungerade jetzt. So, und jetzt haben wir hier Druck. 114, naja gut, 3 Dart Finish. Ja, mal gucken. Triple 15, Doppel 20. Ja, sehr gut. Und Achtung, können wir hier mit 1-0 in Legs in Führung gehen? Können wir nicht. Aber er hat kein leichtes Finish. Also wir müssen hoffen. So, und damit ist es schon erledigt. Ne, Triple 18, Doppel 20 geht noch. Oh, scheiße, Achtung. Boah. Und da macht er uns das hier nicht leicht. Mann. Na, da haben wir die Chance gehabt und nicht genutzt. Und da holt er sich das Break direkt. Das tut natürlich weh, ne? Nach diesem guten Start. Ja, 60. Jetzt können wir ihn vielleicht unter Druck setzen. Und ihn jetzt vielleicht rebreaken. Ja. Hm. Ach, nee. 100. Immerhin. Bisschen mehr als er. Aber da braucht er noch keine große Angst haben. Vor allem nicht, wenn er den ersten in die 60 haut.
Und den zweiten auch noch. Und den dritten natürlich auch noch. Die erste 180 in diesem Match. Leider für unseren Gegner. Sehr gut. Wenn wir das jetzt kontern, dann sind wir wieder richtig drin. Ja. Naja, immer noch gut. Also wir haben ihn unterspielt, aber da er anfängt, hat er immer noch... Nee, gar nicht. Gleichstand. Okay, da hat sich nicht viel getan jetzt seit Start. Er hat seinen Vorteil quasi behalten. Aber er kommt jetzt nicht in den Finishing-Bereich. Und wenn wir jetzt gut werfen, dann sind wir als Erster im Finishing-Bereich. Und das wäre natürlich richtig gut, richtig wichtig. Also, zwei 60er wären schon praktisch. Ah, Gott, oh Gott. Ach, und das nutzen wir nicht. Mann. Das war nicht gut. Ah, 20. Ah, 121 über. Und damit hat er einen Finish. It's a big old crowd tonight. Massive. Oh Gott. Eieiei, das war jetzt großer Mist. Ah. Nein, wird nur die einfache 19. Ha! Ah. Da hatten wir Chancen, ne, in diesem Break oder das Break hier zu erreichen. So, was macht er? Triple 18. Hat er. Nee, hat er nicht. Ist nur die einfache gewesen. So, das heißt, wir haben hier die nächste Chance. Nicht einfach. Ja. Doppel 20, Doppel 4. Ich würde es ja lieber andersrum machen. Was? War doch die... Habe ich mich jetzt verrechnet? Mussten wir die Doppel 14? Scheiße, was habe ich... Ach, Triple 20. Ach, scheiße. Ja, das war mein Fehler. Oh, das ist jetzt bitter. Scheiße. Ja, Triple darf man am Ende nicht machen. Es muss schon doppelt sein. Ach Mensch, da habe ich mich jetzt total... Ich dachte, es wäre Doppel 20, Doppel 4. Da habe ich nicht aufgepasst. Ach Mensch, ey. Da haben wir natürlich eine Chance, ein Dart fürs Break verloren. Und ja, geht er direkt mal mit 1-0 in Sätzen in Führung. So, trotzdem haben wir den Vorteil, hier wieder anfangen zu dürfen. Damit wir hier möglichst schnell den Ausgleich schaffen. Guter Start. Jetzt müssen wir dagegen halten, ne? Der zweite Satz muss auf jeden Fall uns gehören. Fantastic Gods. Two more and we're laughing. Slotting like you couldn't. Ja, auch er mit der 140. Lässt dann nicht locker. Ah, das war nix. Hm. Nee. Keine guten drei Darts. Und damit geht er erstmal in Führung. Wie hoch? Ah, zum Glück nur mit 40. Das ist noch okay. Ein Pfeil... Mehr oder weniger in der 60, das ist ja eigentlich noch kein großer Unterschied. Ah, ja. Aber die Chancen hier, die müssen wir eigentlich mitnehmen. Nee. Das Timing passt gerade gar nicht, ha? So hoch, zu niedrig. Und jetzt kann er hier natürlich uns ein bisschen abhängen, ja? Ah, und da hat er eigentlich schon ein vernünftiges Finish mit. Natürlich nicht einfach, aber trotzdem. Ja. Wir müssen jetzt Gas geben. Also zweimal 60 brauchen wir auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war die 5.
Was ist jetzt los hier? Taxi required, sharpish. Passt gerade gar nichts. Passt gerade gar nichts. Haben wir überhaupt einen Finish jetzt? Nee, ne? Nee. Aber er versemmelt es auch ein bisschen. Na, da lässt er uns noch ein bisschen im Spiel. Weil 2-0 Satzrückstand ist schon ein hartes Brett dann. Ja, immerhin endlich mal wieder eine 60, ja? Als zweiter Pfeil. Doppel, Triple 18, Doppel 20. Die Triple 18 hat er und macht das. Ah, und er macht das. Scheiße. Boah, ganz knapp. Naja. Und jetzt brauchen wir ein kleines Wunder. Oh Gott, oh Gott. Jetzt brauchen wir ein großes Wunder. Ja, der macht keine Fehler, ne? Das ist das Problem. Und wir machen sie jetzt nämlich. Ja, eine 180 würde natürlich richtig gut tun jetzt mal. Ja, 140 ist auch okay. Da können wir zumindest nachziehen, also gleichziehen. Exquisite. Aber mit 100, na, wenn er so hoch wirft immer, das ist auch schwierig dagegen zu halten. Wir müssen uns hier vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, denn mit dem Zielen auch, dann passt das. Und da haben wir endlich mal eine 180. Und jetzt müssen wir uns zurückkämpfen. Na, so viele Chancen liegen gelassen, ein bisschen schlecht gespielt. Aber wir leben noch. Ist leider kein Finish, aber wir können es jetzt ruhig richtig schön runterstellen. ...140 natürlich auch stark. Und ja, da hat er die erste Möglichkeit zu finishen, weil er halt auch die ersten Darts hatte. Ah, Gott, oh Gott. Oh je, oh je, oh je. So, einer wenigstens. Eieiei, das war jetzt nix. Aber zwei Dart-Finish ist auch nicht schlecht. Oh, und er ist einfach ein Killer, ne? Macht er die auch? Ja, gibt's ja gar nicht. Jede Chance zu finishen hat er, glaube ich, bisher genutzt, ne? Das ist natürlich schwierig, da mitzuhalten. Und zwei Sätze aufzuholen, das ist schon richtig schwierig, weil er wird in den beiden Sätzen, wenn wir jetzt gewinnen, wird er die Sätze danach dann den Vorteil haben, dass er zweimal dann immer den ersten Dart hat. Ne? Das ist jetzt kritisch. Ja, und er lässt uns so ein bisschen hier mit 40 Punkten davonziehen. Mal gucken, was wir daraus machen können. Sehr gut. Ja. So. Ach, scheiße. Ja. Doch nicht ganz. Schade. Es sah so aus, als wäre es die 180. Trotzdem, ja, guter Start von uns hier in diesem Satz. Denn jetzt müssen wir was zeigen, ja. Ja, am besten noch irgendwie hier was, vielleicht die Triple 17. Take it from me, you got us, Nick. Smothered in Vaseline, couldn't slip in here. Sehr schön. Perfekt. 50 Rest. Das Bullseye, ja, ist eigentlich nicht so schön. Aber er hat noch kein Finish.
vielleicht würde ich es dann eher umspielen, dass wir vielleicht auf die 10 erstmal gehen. Don't blink. You wouldn't want to miss anything. So, und Achtung. Sehr schön. Also, unser erstes Leck in diesem Satz. Sehr gut. Und mal gucken, was er jetzt nachlegen kann. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Just what he wanted. On the money. Und da können wir nachlegen. Sehr gut. Aber er muss schwächeln. Er hat den Anfangsstart. Er muss schwächeln. Wenn er das jetzt durchzieht, können wir gar nichts machen. Ne? Ja, und er macht die 180 nochmal hinterher. Also das ist natürlich dann schwierig. 320 nach 6 Starts. Und dann noch überholen. Das ist... Ja. Da hätten wir jetzt nur Chancen, wenn wir einen neuen Dart-Finish machen. Aber das geht halt nicht mehr. Ah, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir müssen nur einfach hoffen, dass er einmal nicht finisht, während er im Finishing-Bereich ist, also beim nächsten Mal. Aber er kann sich das natürlich jetzt so vorlegen, dass er da ein leichtes Finish hat. So. Few familiar faces out there. Guter Versuch. So, Doppel 20, Doppel 4 und er schafft's nicht. Das erste Mal, glaube ich, dass er hier nicht schafft abzuräumen. Und das ist jetzt unsere Chance hier, zumindest den Satz jetzt zu gewinnen. Triple 16, Doppel 18. Das ist die Zielvorgabe. Ja. Doppel 18. Hm. Nein, beide nicht. Ah, das tut weh. Naja, und drei Chancen auf eine, auf ein Ziel, das lässt man sich dann eigentlich nicht mehr nehmen. So, das entscheidende Leg für den zweiten Satz. Wir können starten, das ist der Vorteil. Fabulous Flingen. Und eine 180 wäre ein guter Start, ne? Und da haben wir sie. Aber wir brauchen die auch. So, und 100 reicht denn da nicht, um hier dran zu bleiben? Ja, 5 perfekte Darts. Ah, schade. Also, keine Chance auf einen neuen Dart-Finish, aber das werden wir auch noch schaffen. Und, was macht er? Er macht die 180. Na, wenigstens der letzte. They're geared up tonight. So, und er. Ja.
bringt sich in Position, genauso wie wir. Aber wir haben das bessere Finish, das leichtere und den Vorwurf. Der passt. Doppel 18. Da ist sie. Also, der erste Satz, der an uns geht in diesem Spiel. Ja, und die nächsten beiden Sätze, hoffentlich die nächsten beiden, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Hoffentlich nicht die letzte Runde in diesem Turnier für uns, aber es gilt natürlich jetzt erstmal darum, Preisgelder zu verdienen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch da lassen. Nächste Folge gibt's dann morgen. Und ja, wäre schön, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann. Tschüss.